Sie sehen in diesem Film, wie zwei Therapeutinnen mit einer Kindergruppe psychodramatisch arbeiten. Der Raum ist in der ersten Sequenz abgedunkelt. Dies schafft eine Atmosphäre der Geborgenheit, in der es den Kindern leichter fällt, sich offen zu äußern. Gleichzeitig wird eine positive Erwartungshaltung bei den Kindern erzeugt, die sie motiviert, mitzumachen. Ja, dann setzt euch doch mal alle so gemütlich hin, hier auf unserer Fantasiewiese, so dass ihr eine gute Haltung habt und ganz, ganz gemütlich und entspannt sitzt. Und wir haben euch hier was aufgebaut. Und ich möchte euch nun bitten, dass ihr euch das einfach mal so anschaut und auf euch wirken lasst und frei dazu erzählt, was euch dazu einfällt. Und jeder guckt es sich einfach mal an und überlegt, was er dazu sagen kann zu diesem Gebilde. Mhm. Benjamin? Ja, es fällt mir zu einem Berg ein. Benjamin, wähl doch mal jemanden. Vielleicht weiß jemand noch was dazu. Ich wähle Thomas. Ja, mir fällt dazu, ich weiß nicht, so eine Burg ein. Mhm. Mit so einem Turm hier. Darf mir eigentlich nicht. Mhm. Ja, dann wollen wir doch mal schauen, was es wirklich so ist. Wir werden dieses Geheimnis enthüllen. Die Ingrid, die hilft mir dabei. Ganz vorsichtig. So. Die Erwärmung im psychodramatischen Prozess dient einerseits der Beziehung und Begegnung in der Gruppe und andererseits ermöglicht sie dem Kind, sein Thema zu finden. Die kindgerechten Materialien und Medien, die dabei eingesetzt werden, sollen die emotionale Bereitschaft der Gruppe zum Mitmachen fördern, Hemmungen abbauen und die Fantasie anregen. Die verhüllte Spielzeuglandschaft erhöht den Spannungsbogen und lädt zum freien Assoziieren an. Die aufgedeckte Landschaft differenziert die thematischen Möglichkeiten, die durch eine entsprechende Leiteranweisung in einer Fantasiegeschichte ihren ersten Gestaltungsausdruck findet. Der Rabe Rax ist ein Mittler zwischen dieser Welt der Fantasie und der realen Welt der Gruppe. Ich wollte euch nämlich jetzt hier jemanden vorstellen, der heute Morgen auch gekommen ist. Das ist einer, der kennt sich schon sehr gut aus hier. Und das ist der Rax, der Rabe Rax. Und das ist ein ganz Neugieriger. Und immer wenn der hört, dass irgendwo Geschichten erzählt werden, so Fantasiegeschichten, oder wenn hier so was Interessantes aufgebaut ist, dann kommt er angeflogen. Und dann möchte der zuhören, dann möchte der wissen, was passiert. Und heute hat er gedacht, sind so viele Kinder hier. Dem wird bestimmt was einfallen, die werden bestimmt was erzählen. Zu dem, was sie hier sehen. Und immer zu dem, der was erzählen kann, der was erzählen will, zu dem fliegt der Rabe hin. So. Aha. Ja, und jetzt, wo alles enthüllt ist hier von der Stadt, da fallen natürlich viele Geschichten ein. Zum Beispiel vom Nilpferd oder vom Krokodil. Vielleicht auch vom Tor. Aber ich will die Geschichte vom Frosch erzählen. Eines Tages wollte der Frosch mal Ausschau halten über die ganze Umgebung. Deswegen lief er von dem Platz, setzte er sich oben auf den Brunnen und guckte die ganze Gegend drumherum an. Und als keiner zu sehen war,
Da wollte er unbedingt mal gucken, was die Leute mal im Brunnen suchten. Und dann lief er runter auf den Brunnen und sprang, setzte sich da auf den Eimer und ging runter. Und als er unten war, ganz, ganz tief unten, da wusste er nicht mehr, wie er raufkommen sollte. Und deswegen wird jemand anders weiter erzählen. Ja. So, ich erzähle jetzt was ganz anderes, und zwar von der Giraffe. Eines Tages ging die Giraffe zum Tor, wo ein Mann ihr entgegenkam. Sie fragte ihn, hast du was für mich zu essen? Er sagte nein und ging wieder nach draußen. Sie ging hinter die Kirche, wo noch viele andere Tiere waren. Und da fragte sie den Tiger, Tiger, hast du was für mich zum Essen? Der Tiger sagte, dir gebe ich dir doch nichts ab, wo du doch so groß bist und immer so eine große Klappe hast. Sie ging traurig weiter und fragte den Qualerbär, Qualerbär, hast du was für mich zum Essen? Er sagte, nein. Ich muss mir mein Essen schon so schwer von den Bäumen holen, weil ich ja schon 80 bin und nicht so alte Knochen habe. Sie ging wieder weiter und war noch enttäuschter. Sie war in der Zeit schon dünn geworden und die Knochen schauten heraus. Sie ging zu dem Löwen und fragte ihn, hast du was für mich zu essen? Er sagte, nein, mein Fleisch gebe ich nicht her. Und sie wusste keinen Rat mehr. Deswegen erzählst du jetzt weiter, Michael. Und er hatte vor vielen Jahren hier auch sehr viele Eisbärfreunde. Aber die sind alle an den Nordpol gezogen. Und der kleine Eisbär wusste auch nicht, wie er dorthin kommt zu seinen Freunden, weil er hier in dem heißen Land sehr einsam war. Und deshalb ging er zum Pinguin und fragte ihn, Pinguin, weißt du, wie ich an den Nordpol komme? Du hast doch auch mal da gelebt. Der Pinguin sagte, nein, das weiß ich nicht. Ich würde auch sehr gerne wieder dort sein. Und so ging der Eisbär mit dem Pinguin zum Elefanten. Und der Pinguin ging mit, weil er auch wieder gerne bei seiner Familie sein wollte. Und sie fragten beide den Elefanten, Elefant, weißt du, wie wir wieder an den Nordpol kommen? Der Elefant sagte, nein. Woher soll ich denn das wissen? Ich lebe halt nur in den warmen Ländern und weiß nicht, wie ihr an den Nordpol kommen könnt. Die beiden gingen sehr traurig dann zu der Giraffe und fragten sie, Giraffe, weißt du, wie wir wieder in die kalten Länder kommen? Die Giraffe antwortete, nein, das kann ich doch nicht wissen. Ich war noch nie da und weiß auch nicht den Weg. Ja, ich sehe, ihr habt nun alle euer Tier gewählt und ich möchte euch nun bitten, dass ihr gleich so in die Haut des Tieres schlüpft. Ihr werdet das Tier und stellt das gleich auf einer Bühne vor. Im Rollentausch mit dem wichtigsten Symboltier aus der Fantasiegeschichte wird die emotionale Einfühlung in ein Hilfs-Ich auf der Psychodrama-Bühne erprobt. Mit Hilfe eines Doppel wird das Thema des Protagonisten verdichtet. Also ich habe einen Frosch gewählt und fühle mich eigentlich ganz wohl als Frosch. Ich bin ganz schön lebendig. Ich hüpfe mal nach hinten, mal hüpfe ich nach vorne, wie es mir gerade gefällt.
macht mir Spaß. Ich brauche nicht auf einer Stelle zu sein. Also ich bin der Pinguin. Auch ich fühle mich auch wohl in meiner Haut. Ja. Es ist nur sehr schwer zu gehen, aber sonst ist es eigentlich sehr angenehm. Auch ich komme ganz gut hier voran mit meinen Watschefüßen. Da kann ich ganz gut hin und her watscheln. Und du? Ich bin die Giraffe und bin ganz groß. Ich habe einen ganz langen Hals. Lups. Ich kann alles überblicken. Das ist mir total wichtig, den Überblick hier zu halten in diesem Kreis, ne? Ja. Okay. Ja. Ihr seid jetzt alle in die Rolle eures Tieres geschlüpft und habt es vorgestellt. Könnt ihr euch jetzt gleich mal dazu äußern, wie es euch denn so geht? Wie es euch ergangen ist in der Rolle eures Tieres, wie ihr euch gefühlt habt? Ja? Thomas, kannst du gleich mal anfangen? Ja, es war halt ein bisschen komisch, auf Beinen zu gehen. Es hat auch ein bisschen wehgetan. Es war dann sehr, hat gut getan, es war ein bisschen losgeflogen. Als Koala-Bär habe ich mich gar nicht ganz wohl gefühlt. Aber da ich so klein war, bin ich so gut gefallen. Ja. Wenn ihr jetzt vielleicht nochmal eine Runde macht und sagt, so von dem, was ihr gerade so erlebt habt, was ihr erzählt habt, was ist so das Wichtigste für euch gewesen? Dass ihr das vielleicht mal so auf ein Stichwort begrenzt, eine Sache euch überlegt, die am wichtigsten war. Ja, also für mich war es am wichtigsten, das mit der Gemütlichkeit, also rumtouren und ganz gemütlich sein. Ja, bei mir war das Wichtigste, dass ich eben klein und warm war. Mhm. Mhm. Bei mir war das Wichtigste, beweglich zu sein, dass ich mich fortbewegen konnte. Für mich ist das Wichtigste, fliegen zu können. Bei mir ist das Wichtigste gewesen, dass ich mehr ruhig sein konnte. Bei mir ist das Wichtigste gewesen, dass ich schneller im Wasser als auf dem Land bin. Ja. Bei mir ist das Wichtigste gewesen, dass ich lieber von neuem Wetter esse, als zu gehen. Mhm. Ja. Für mich war es am wichtigsten, sehr ruhig sein und auch sehr tollpatschig. Mhm. Ja. So, ihr habt jetzt alle euer Thema genannt und ich möchte euch jetzt bitten, einmal aufzustehen und denjenigen zu wählen, an dessen Thema ihr noch weiter interessiert seid. Die Erwärmungsphase ist abgeschlossen. Jedes Kind hat durch den psychodramatischen Verlauf zu seinem Thema gefunden. Da die Präsentation eines persönlichen Themas zugleich auch immer einen interaktionellen Aspekt beinhaltet, ist es möglich, bei der soziometrischen Wahl jemanden zu wählen, an dessen Thema ein Interesse besteht. Im Idealfall konzentriert sich das Interesse der Gruppe auf eine Person. Michaela, du bist vorhin gewählt worden. Kannst du uns nochmal dein Thema nennen? Ja, ich hatte das Känguru. Du hattest das Känguru? Ja. Und was war dir denn so wichtig an dem Känguru? Ja, das kann weit springen. Ja, das findest du gut, ja. Zu springen. Ja. Mhm. Das hast du uns auch vorhin so vorgemacht, wenn du weit springen kannst. Ja, das macht dir Spaß. Ja. Was macht dir denn daran so Spaß, so zu springen? Ja, und das ist mehr Bewegung. Und ja, Bewegung hast du gerne? Ja. Ja, aber du hast auch noch was anderes gesagt vorhin. Das Springen und was war es noch? Und das, ich glaube, ruhig sein. Ja, also springen findest du gut, aber ruhig sein auch? Ja. Ja, was ist dir denn jetzt so wichtiger, das ruhig sein oder das Springen? Eigentlich das Springen. Eigentlich das Springen, ja. Da ist Bewegung drin. Fällt dir denn da vielleicht so eine Situation ein, wo du auch so dich so bewegt hast, wo du gesprungen bist, wo du was gemacht hast? Beim Sportfest. Beim Sportfest. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Mhm. Was war denn da? Wo warst du denn da bei dem Sportfest? Die Szeneneinrichtung im Kinderpsychodrama soll den Protagonisten und die Gruppe für das nachfolgende Spielgeschehen erwärmen. Der Protagonist richtet mit Hilfe der Leiterin
die gefundene Situation auf der Bühne ein. Bedeutsame Gefühle und Gegenstände werden durch Gruppenmitglieder, sogenannte Hilfs-Ich, dargestellt. In diesem gezeigten Spiel werden mit Hilfe der Tücher wichtige Elemente der Szene betont. Die Spielphase ist gekennzeichnet durch eine Ambivalenz des Protagonisten. Hier Aufregung und Ruhe. Das hinzutretende Doppel beeinflusst den dramatischen Verlauf der Bearbeitung von Thema und Gegenthema. Ich weiß nicht, ich habe so richtig ein bisschen Angst vor dieser Sprunggrube. Ich bleibe lieber ein bisschen fern noch. Gleich bin ich dran. Ich muss gleich springen. Ob ich das schaffe? Ja. Ja, ich traue mir eine ganze Menge zu. Da ist die Sprunggrube und gleich bin ich dran. Wie geht's mir denn jetzt im Moment so? Aufgeregt. Guck doch mal, ob du jemanden dir aussuchen kannst, der für dich die Aufregung. Der Benjamin. Der Benjamin. Benjamin, komm doch mal. Mach dir mal einen Rollentausch. Ja? Du bist jetzt die Michaela und du bist die Aufregung von der Michaela. Und du hast gesagt, was macht denn die Aufregung mit der Michaela? Kannst du das ihm mal zeigen? Ja, ich war da immer so und dann habe ich mich auch immer gestellt und gewartet. Ja, du bist jetzt so die Aufregung und die kribbelt so im Bauch, hast du gesagt. Machst du denn hier was bei der Michaela? Kribbelt das so? So. So machst du. Ja, mach dir mal wieder zurück. So. Du bist jetzt die Aufregung von der Michaela und ich sorge dafür, dass es so ein bisschen kribbelt an ihrem Bauch. Kribbelt das? Ja! Ja. Ja. Machst du es vielleicht noch mal so ein bisschen vorsichtig so? So? Ja, genau. So, das ist so cool. Aha. Ja. Ja. Und was machst du da, wenn das so kribbelt? Dann versuche ich mich ein bisschen zu beruhigen. Dann versuchst du dich nämlich zu beruhigen. Genau. Da brauchst du nämlich auch Ruhe, damit das Kribbeln wieder weggeht. Kannst du vielleicht auch mal gucken, wer hier für dich die Ruhe spielen könnte? Es bleibt doch lieber mal ein bisschen Ruhe. Ja. Bleib doch mal Ruhe, jetzt sei doch nicht so aufgeregt. Ja, du kannst auch mal vielleicht beruhigen. Das eigentliche protagonistenzentrierte Spiel lässt sich in folgende Abschnitte untergliedern. Interview, Szeneneinrichtung und Szenenspiel und Sharing. Ella, du bist ja total wild. Jetzt bleib doch mal ruhig, Michaela. Jetzt lauf doch nicht dauernd hin und her. Bleib lieber mal ruhig. Jetzt bleib doch mal ruhig, du tobst dann hier rum, du bist doch gleich dran. Ich würde mich lieber mal an meiner Stelle konzentrieren, du bist viel zu aufgeregt. Bleib mal ruhig, Michaela. Ja? Ihr habt jetzt alle gesehen, wie wir die Szene eingerichtet haben, Michaela. Ihr wart beteiligt, ihr habt mitgespielt, ihr habt es gesehen. Und ich möchte euch jetzt fragen, auch Michaela und die anderen, die mitgespielt und zugeguckt haben, wie habt ihr euch so gefühlt in eurer Rolle, wenn ihr mitgespielt habt, beteiligt wart und auch hier in eurer Rolle als Gruppenmitglied? Wie ist es euch da ergangen? Kennt ihr auch solche Situationen mit solchen Gefühlen? Aufgeregt sein, aber eigentlich doch auch ruhig bleiben müssen. Am Ende des Spielgeschehens integriert die Leiterin den Protagonisten wieder in die Gruppe. In einem Rundgespräch teilt jedes Kind mit, wie es sich zum Beispiel
in einer Hilfs-Ich-Rolle gefühlt hat oder wie es als Gruppenmitglied gefühlsmäßig am Spiel beteiligt war. Dieses wird als Sharing bezeichnet. Dann kann ich mich auch nicht mehr so gut konzentrieren, wenn ich dann irgendwie so zappelig bin. Ja, du kennst solche Gefühle also auch. Ja. Michaela, geht's dir? Also als ich bei der Rolle, da habe ich mich auch sehr irgendwie so aufgeregt gefühlt und und das war auch gut, dass die anderen, die ich so kenne, hier waren bei mir. Und da war die Aufregung so weg. Also. Da hast du so beides so erlebt, ne? Ja. Du konntest wieder ruhig sein und trotzdem noch aufgeregt. Ja. Das war so beides. Mhm. Ich bin auch meistens aufgeregt, wenn wir in der Klasse Mathearbeiten schreiben, weil ich in Mathe nicht gerade so besonders gut bin. Und wenn ich dann immer überlege, oh, schreibst du jetzt eine 4, eine 5 oder eine 6 oder auch mal eine 3, dann hat man so ein ganz tolles Kribbeln im Bauch, weil man ist dann so gespannt und man weiß auch nicht, was einen erwartet. Ja. Ihr seht, dass wir euch hier eine Kiste mitgebracht haben. Und zwar ist das eine ganz besondere Kiste. Da könnt ihr sowas hineinlegen, was ihr hier lassen wollt, was ihr so gar nicht gerne habt und hier lassen. Das bleibt dann richtig verschlossen darin. Aber ihr könnt auch so etwas mit herausnehmen, was ihr so am heutigen Morgen erfahren habt und was ihr so gerne mitnehmen möchtet. Also hier lassen würde ich diese ganze Hektik und diese ganze Aufregung, weil einem da sowieso nur von schlecht wird. Und mitnehmen würde ich dieses Interesse und diese Freude, die man hier an der Sache hat. Also hier lassen würde ich auch die Hektik und die Aufregung und mitnehmen würde ich, was ich hier auch gelernt habe und die Freude. In der Abschlussrunde erhält jedes Gruppenmitglied noch einmal die Gelegenheit, darüber nachzudenken, welche Erfahrungen sie mitnehmen können. Und gleichzeitig können sie sich spontan von Themen, die im Augenblick noch belastend sind, distanzieren. Also, ich lasse auch die Hektik hier und nehme denn dafür dann die Ruhe des Nilpferdes von Andreas mit.